Folge 214 von Simotrans. Ja, wir sind hier noch am Geflügelhof und ich würde den Geflügelhof jetzt, weil ich da schon damals das machen wollte und der ja keine Anbindung hat für Geflügel, ne? Deswegen, der Markt braucht halt Eier und der Bäckerei braucht Eier, aber der Geflügel, das wird ja nichts weiter verarbeitet, deswegen würde ich da schauen, dass wir da weiterkommen, ne? Also Waren, Produktionskennzahlen, ne, da ist jetzt nichts für uns Wichtiges drin. Das hat sogar der Promokel gemalt. Super cool, sieht auch richtig cool aus. Und ja, da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir das in Angriff nehmen, wo das Geflügel hingehen soll. In diesem Fall fangen wir am Ende der Kette, glaube ich, an, ne? Weil Tierfutter kommt ja rein mit dem LKW da gerade, mit dem Zug da gerade. Und die Eier werden auch abgenommen. Jetzt fehlen uns nur die Hähnchenabnehmer. Gut, dafür wechseln wir mal dahin, dahin und dahin. Industrieanlagen bauen. Und jetzt ist die Frage, wer nimmt das Geflügel ab? Geflügelhof haben wir hier. Kann man das hier irgendwo hier sehen? Nee. Im Spiel gebaut, ist klar. Kühlbahn, naja, da müssen wir mal irgendwie sowas wie eine Schlachterei finden, ne? Kann das sein, dass wir eine Schlachterei brauchen? Schlachthof. Das braucht aber Vieh und Verpackungsmittel, also kein Geflügel. Pack mal ein Bier, ja, das ist doch der, den wir haben. Gibt es einen anderen Markt noch? So ein. Früher gab es auf dem Markt auch Hühner, ne? Aber heute wahrscheinlich nicht mehr erlaubt wegen, sag schon, Tierschutz und sowas. Minimarkt, Kühlwaren. Jetzt ist die Frage, welche. Wer übernimmt die Tiere dann? Ich sehe jetzt gerade nicht das, was ich brauche. Textilfabrik, Tankstellen, Sägewerk, Supermarkt. Zähnchen im Supermarkt. Backwaren, Bier, Fertig, Kühlwaren, Konserven, Fleisch, Wein. Ne, Kühlwaren sind das dann immer, die da schon angeliefert werden, oder wie? Ja, im Sägewerk geht das bestimmt nicht. Steinbruch, Stahlwerk, Schwimmdock, Schrottplatz, Sandgrube, Sandbaggersee, Raffinerie, Farmerwerk, Papierfabrik. Papierfabrik, Oktoberfest, die brauchen eine Hähnchenbraterei wahrscheinlich, ne? Geflügel. War klar, dass die das brauchen. Gucken wir, ob es noch was weiteres gibt. Marktplatz, hatten wir den auch schon ausgewählt? Ich glaube ja, ne? Geflügel ist da auch drauf. Als Kühlwaren allerdings. Aber das kommt ja dann auch als Kühlwaren wahrscheinlich an, ne, oder? Ja, da Kühlwaren, also passt es. Der Marktplatz wäre zum Beispiel dann auch, was möglich wäre. Backwaren, Bier, Eier. Das ist jetzt ein anderer Marktplatz, den wir haben. Also die Backwaren, Bier, Eier haben wir. Südfrüchte können wir importieren. Milch hätten wir. Textilien ist noch nicht da. Obst wäre, glaube ich, auch da. Geflügel. Uns fehlen dann nur die Textilien. Ich glaube, wir nehmen diesen Marktplatz. Und ist dann noch die Frage, wo wir den hinsetzen. Unten in Reden, nee. Lass uns die Karte aufmachen. Hier in, ne? Radolfzell haben wir schon Markt, also da nicht.
Das wäre dann in Altenau der nächste Ort, der der Marktplatz wäre, beinhalten würde. Ja, und da wir hier oben das mit dem Haushaltsgeschäft gemacht haben, können wir das da auch machen, dass wir den Marktplatz hier einfügen. Geht das nach Hardexen halt? So, jetzt ist die Frage, wo in Hardexen der Platz dafür ist, ne? Marktplatz. Ist auch richtig, das sieht größer aus, als ich dachte, der wäre 9 Felder, aber er ist nur 4x4. Rathaus war hier so. Vielleicht ist hier dann irgendwo der Marktplatz in der Nähe. Sinnig. Walnussgasse. Großbäckerei wäre da. So mitten rein wäre hier möglich, ne? Sollen wir den Marktplatz zentral da reinmachen? Ich glaube ja. Dann lass uns das mal nochmal machen. Wo ist die Industrie da? Und da müssen wir zum Marktplatz hin. War das der jetzt? Nee, oder? Dann ist es der da drüber. Nicht der Minimarkt. Da. Passt. Und wenn es klappt, setze ich den jetzt da ein. Dieser Boden ist ungeeignet. Okay. Zack. Ist er jetzt geeignet? Und dann haben wir den Marktplatz da hingebaut. Wo ist denn jetzt da? Gut, damit ist das erledigt. Wir sind wieder Spieler, schließen diese zwei Menüs und gucken zu, dass das Geflügel dahin kommt, ne? Der fährt ja da schon lang. Okay, aber wir haben hier eine Möglichkeit und da eine Möglichkeit zum Anliefern. Ich glaube, wir liefern mal auf der Seite erst an. Da machen wir das. So. Jetzt ist das soweit fertig. Wir gehen mal da gerade rein und wir sehen, es gibt eine Bäckerei, einen Flügelhof, Brauerei, Importeur und Bauernhof. Alle wollen da was hinliefern. So, und jetzt fängt das dann richtig schön an, ne? Okay, das bedeutet, wir sind jetzt erstmal mit dem Geflügelhof und auch die Bäckerei ist ja auch hier um die Ecke. Dann ist das ja cool. So, die Fahrzeuge sollen jetzt alle von da unten kommen dann, ne? Aus Radolfzell. So, da brauchen wir jetzt einen LKW für Geflügel. Da ist er. Und da brauche ich dann ein einfacher LKW. Dieser macht 8 Paletten und der macht 16. Dann nehmen wir die 16 Paletten. Und der kriegt dann den Fahrplan. Von dem Geflügelladen hier oben. Ja, egal, da. Nach da. Ich glaube, oben soll er ruhig 100% laden, ne? Haben wir sogar geschafft. Das gibt eine neue Linie, und zwar LKW Geflügel. Nennen wir den mal. Ist das jetzt schon eine neue Linie oder kommt sie jetzt erst? Ich weiß es nicht. Ist fertig und kann starten. Das ist das Bus- und LKW-Depot, das lassen wir schon mal auf. Ach so, der fährt ja jetzt von da unten los. Gut. Das bedeutet, wir brauchen als nächstes dann für den Bäcker noch was. Backwaren gehen auf Paletten. Bin nochmal vorhin klein gezogen oder wie ist das? Weiß ich nicht. Ja, sieht so aus. Das heißt, da machen wir jetzt Backwaren nochmal. Da sind die Backwaren.
Da haben wir diese zwei älteren Modelle im Depot, die wollen wir aber nicht mehr. 13 Paletten, 12 Paletten, 13 Paletten, 80. Fahren sie beide. 79, 78. Dann ist der einen Tacken günstiger. Nehmen wir den. Fahrplan ist dann von hier nach da. Passt. Gut, dann ist der LKW da unterwegs mit einer neuen Linie. LKW Backwaren. Backwaren. Und fertig. Und schließen. Und hat das nicht übernommen. Super, oder? Hat das eben übernommen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Na, das läuft wieder richtig cool, oder? LKW Backwaren. Starten. Zeigen wir nochmal die Linienverwaltung jetzt hier. Wahrscheinlich hat das nicht geklappt. Das ist doch hier der LKW. Stopp mal. Hat es doch geklappt? LKW Geflügel fährt da. Das fährt, aber wo ist der LKW? Backwaren gelandet. Ah, das ist der, der doch nicht geklappt hat. LKW Backwaren. Der fährt da auch schon. So, jetzt nochmal hier hin. Linie löschen. Und Linie löschen. So, ich glaube, die beiden fahren und da gibt es jetzt schon mal auf dem Markt was zu kaufen, ne? Also da natürlich nicht. Sondern, wo ist er denn jetzt? Da. Ach so, der ist ja hier offen, ne? So, das bedeutet, Backwaren kommen hin, Eier kommen wahrscheinlich dann, na, obwohl, werden die auch mit dem Kühl-LKW gefahren, ich hoffe es, dann kommen die Eier da auch an. Weil die kommen ja eigentlich mit dem Geflügel, ne? Oh, Stau auf dem LKW hier. Eier geht's auf Paletten. Geflügel kommt auch auf Paletten, aber im Kühlwaren-LKW. Ob die dann da ankommen, ist eine nächste Frage, ne? Wieso fahren die jetzt nicht mehr? Keine Eier wären benötigt bei den Backwaren, aber wir holen doch da jetzt gerade besonders viel ab, weil wir auf dem Markt auch noch mehr liefern, oder? Kann das sein, dass der da ist, das schon? LKW Backwaren, der läuft doch schon. Und wie viel Eier haben die? Na, reichlich, aber das geht gleich wieder. Ja, schade, dass die LKWs da jetzt so doof sich da anstellen. Ah, jetzt fährt der erste schon. Und dann rückt schon einer wieder auf. Und dann fährt auch der Bus wieder. Ja, das ist unpraktisch hier. Und der entlädt da auch. Ja, cool, der hat das Geflügel schon mitgenommen, ne? Ja, Geflügel fährt. Cool, wunderbar. Alles klar, dann ist das schon mal geklärt. Straße ist zum Glück dann auch wieder frei und die Eier werden auch wieder transportiert. Das heißt, es funktioniert auch einigermaßen da. Ich glaube, da ist auch vielleicht ein LKW mit den Eiern zu viel drauf, wenn, ne? Warte mal, der fährt doch die auch. Eier Adenau. Entschuldigung. Nicht Fahrplan, sondern die Linie. Die sind schon alle veraltet, aber die fahren alle das an, ne? Sind auch gerade alle voll, oder wie sehe ich das, oder warten? Und den Balken kannst du so weit ziehen, wie du willst, der wird immer länger. Warten wir, bis der erste da gerade mal raus ist, dann würde ich nämlich das auch zusehen, dass wir einen davon auf jeden Fall runternehmen, weil die stehen da zu lange leer. Müsste man eigentlich austauschen. So, er ist jetzt zum Depot zu fahren.
Und dann gucken wir mal weiter, wie das weiterläuft da. Ja, müssen wir schauen, weiß ich jetzt auch noch nicht. Das mit dem Austauschen, da kümmern wir uns mal in irgendeiner Extra-Folge wahrscheinlich drum, um die LKWs loszuwerden. So, das geht aber erstmal. Hier sehen wir ja immer, oh, da ist jetzt auch noch einer ausgewählt, der ist auch schon weg damit. Verkaufen brauchen wir nicht mehr. Gut, er fährt auf jeden Fall ins Depot. Er bringt das Geflügel dahin. 7 von 13 hat er nur, okay. Dann sind wir aber hier gleich am Markt mit den ersten Waren unterwegs. Aber die Backwaren sind auch schon da, werden auch fleißig verkauft. Und Geflügel. Ah ne, der hat die Backwaren hingebracht. Der Geflügel-LKW war das noch gar nicht. Geflügel-LKW fährt noch. Der das? Ach so, der ist da unten offen. Der fährt auf jeden Fall schon mal. Ja, Backwaren sind gleich wieder alle. Oder sind schon alle, sagen wir es so. Das heißt, ein LKW war da zu wenig, oder wie? Kühlwaren waren das. Oder Geflügel. Und geht da ein Anhänger dran? Ne? Sicherlich. Ist die Frage, ob das mit dem Anhänger dann reicht. Das rast auch nur so runter, ne? Ich müsste den jetzt gerade zum Depot fahren einmal. Und das Depot ist urweit weg. Das ist also eigentlich gar nicht gut. Und wenn er gleich geladen hat, fährt er auch zum Depot. Damit wir da auch noch was machen. Das ist die Bäckerei. Ach so, da ging es um, dass die Eier da zu voll waren oder sowas, was jetzt gerade auch wieder passiert ist. Und dann ist da oben gleich wieder ein Stau, weil keine Eier gebraucht werden und nicht weggebracht werden. Aber vielleicht werden die ja zum Marktplatz auch gebracht, auf dem anderen, in Radolfzell, ne? Dann fahren die nämlich durch. Geht eigentlich. Okay, der fährt auf jeden Fall. Das bedeutet, wir gucken uns jetzt noch an, dass wir einen Bierkutscher noch hochschicken. So, er ist jetzt hier auch zum Depot zu schicken erstmal. Und damit wir die machen hier. Anhänger dran auf jeden Fall. Und dann müssen wir gucken, wie der Markt sich entwickelt. Bier. Bier. War das da gerade das Bier? Nee. Oder? Bier. Da ist Bier. Wie viel kann denn so ein Auflieger? 24 Paletten Stück gut. 26? 26. Er hier kann 13 und der Anhänger kann 12. Ja, eine Palette vielleicht mehr, wenn es denn der richtige ist. Oh Gott, der kann hier sogar 14. Ja, ich glaube, in der Stadt fährt er auch besser mit so einem LKW durch die Gegend, ne, oder? So, der ist mit den 78 Cent der günstigere. Also verkaufen geht nicht, müssen wir anhängen, ne? Den. Ach so, der muss dann so einen Anhänger haben. Oder den. Der hat 9 Paletten, der hat 12, dann nehmen wir den. Und Fahrplan ist dann von der Klosterbrauerei. Ah, stopp, wo bin ich denn hier? Adenau. Doch, passt schon. Hier ist er. Ist dann hier. Nach da oben.
nach da. Und da oben 100% in Radolfzell in der Klosterbrauerei laden. Das ist eine neue Linie. LKW, Bier, Adenau. Schuss. Und erledigt. Das passt. Dann ist das eine relativ lange Strecke, wo wir dann zwei Fahrzeuge, denke ich, schicken. Und hier können wir mal gerade auf Verkaufen gehen wieder. Die sind ja auszumustern. Wegen zu alt. Gut. Lass das offen. Die stehen im Stau vorm Depot oder was? Wieso geht's hier nicht weiter? Ist der Bus das oder wer? Ne, hier, an diesem Bahnhof staut sich's. Warum geht's da nicht weiter? Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Mach das mal zu. Wer blockiert denn jetzt hier? Wahrscheinlich diese LKWs. Das ist ganz schlecht. Und zwar machen wir das mal hier noch ein bisschen anders. Bauen wir noch schnell eine Straße. Mit Diagonalen. Keine Ahnung, was das heißt mit Diagonalen. Und wir machen mal hier jetzt noch ein... großen Umstiegsbahnhof, oder? So. Da gibt es noch so ein Teil und so ein Teil und so ein Teil und... das gehört alles zu der Straße, passt. Und noch so einen mehr. Und dann machen wir noch eine Haltestelle für den Bus dahin, oder? Ist eigentlich egal. Aber da stehen schon drei Busse. Gut. So, und dann müssen wir überlegen, welchen wir da nehmen, der den Fahrplan gerade geändert kriegt. Ich wollte da jetzt nicht hin. Da wollte ich schon bleiben. Das hat gerade, glaube ich, gar nicht gefruchtet, kann da sein. Das war verkehrt. Fahrplan. Dahin. Nein, ich möchte da nicht hin, ich möchte da hin und möchte das so jetzt, dass der das macht, fertig. So, der rückt jetzt vor. Jetzt steht der nächste im Stau. Ach so, okay, jetzt haben wir nur das Problem. Wir müssen noch so einen Wegweiser da bauen. Wo ist er? Da ist er. So muss es richtig sein. So, der kriegt nochmal seinen Fahrplan geändert. Der kann sich jetzt wieder hinten anstellen. So, und jetzt ist wer im Weg? Der. Dann fährt er jetzt gerade weg. Jetzt kommt der Postbulli da raus. Ja, das ist hier immer noch schlecht. Ich glaube, wir machen hier die Bushaltestelle. Können wir da, müssen wir da nochmal ändern. Wir müssen die Abfahrtsorte von denen ändern. Das hier fügen wir ein, den, und löschen den dann da raus.
Ja. Ich hoffe, das war jetzt so richtig. Ist die Frage, wo ist der Punkt? Der ist jetzt neu. Nee, der ist nicht neu gesetzt. Hinzufügen, machen wir den jetzt. Und den machen wir auf 100%. Und den hier löschen wir raus. So, jetzt sollten die dahin fahren. Fahrplan dahin. Schließen. Und Fahrplan dahin schließen. Der müsste jetzt da reinfahren. Tut er auch. Wunderbar. Der wartet jetzt da. Gut, der ist erledigt. So, jetzt haben wir den hier noch. Ja, zu viele LKWs, die nichts bringen. Weißt du was? Wenn da zu viele sind, ne, dann kannst du den auch zum Depot schicken. Dann ist da ja auch nichts mehr zu fahren. So viele brauchen wir dann nicht, ne? So, jetzt mal gerade gucken. Der fährt gerade dahin. Und jetzt kann er auch gerne wieder zum Dingens fahren. Zur Linienstahlstraße, was aber in einem anderen Bereich ist. Passt. Der fährt dann da rein in die Haltebucht. So, das heißt auch, die stehen sogar da an. Kannst du doch nicht glauben, oder? Dass die jetzt hier sind 1, 2, 3, 4 Plätze frei und die stehen da Stau. Ah, wie doof ist das denn? So, jetzt er hier noch, Fahrplan, Klosterbrauerei, schick ihn weg. Fahrplan, schick ihn dahin. Ich glaube, jetzt passt das. Er ist im Depot. Die sind schon mal alle weg. Der kann. Wer war das jetzt? Der ist neu. Der kann verkauft werden. Jetzt habe ich, glaube ich, irgendwelche ins Depot gesetzt, die gar nicht ins Depot sollten, oder? Kann das sein? Warum fährt der jetzt nicht mehr? Der steht vor dem Schild, weil dieser Doofmann nicht richtig in der Haltebox gefahren ist. So ist es. Aber der fährt da auch hin, das heißt, dieses Schild ist verkehrt. Dieses Schild ist verkehrt. Ich mach's mal so und hoffe, dass es so richtig ist. So, das bedeutet die Lupe nochmal und diesen LKW nochmal ausgewählt. Lass den gerade einmal rausfahren. Dann darf der da wieder reinfahren. Ich hoffe, der fährt jetzt in die eine Box. Kann doch nicht sein, oder? Das kann doch nicht sein. So, zack, Straße wegreißen. Und dieses Schild nochmal anpacken. Ja, das ist jetzt ziemlich doof, weil ich jetzt nicht 100% verstehe, wie rum es sein muss. Ich hoffe, dass das jetzt die Einfahrt ist.
Auf ein neues. Ach so, wir müssen ihn ja noch umschwenken wieder. Jetzt ist er auch nicht weit genug weg. Und fährt jetzt in die Box. In die richtige Box. Sieht gut aus diesmal. Ja, er hat eine gefunden, die frei ist. Gut, das heißt, das funktioniert da. Eine wäre sogar noch mehr frei. Diese lassen wir für Anlieferung, die da auch noch passieren sollte, glaube. Und das ist halt, diese vier sind dann halt für wegfahren und warten auf Ware. So, das sollte erstmal hier funktionieren, oder? So. Jetzt müssen wir nur hier mal reingucken. Sind denn da noch weitere Fahrzeuge drin? Nö. Nee, doch nicht. Dann sind das schon Sachen, die ich schon verkauft habe. Gut, okay. Das heißt, wir sind hier bei Lilienthal in unserem Zentrumsbahnhof jetzt hier. Besser aufgestellt. Da gibt es keinen Stau mehr. Die Fahrzeuge fahren. Müssen dann weiter gucken, wie es dann da oben weitergeht. Wir hatten ja jetzt hier die Bäckerei mit einem Doppel-LKW, der die Backwaren irgendwo hinbringen soll. Eier Adenau, okay, das ist jetzt nicht der richtige LKW gewesen, sondern wahrscheinlich der dann da. Ne, der fährt die Eier auch durch die Gegend. Wir gucken einfach hier in den Markt gerade rein nochmal und sehen, dass Backwaren nicht da sind und Geflügel nicht da sind. Das ist schlecht. Das heißt, also schlecht ist das nicht. Das ist ja gut, dass es verkauft ist, aber wir müssen die Produktion da steigern. Oder die Lieferung, sagen wir so. Die Produktion, denke ich mal, ist ja schon in Ordnung. Naja, obwohl zurzeit nur eine Backware da. Was fehlt, ist Zucker. Okay, dann müssen wir uns da erst um Zucker kümmern, dass das wieder läuft. Alles klar, kriegen wir aber auch hin, würde ich sagen. Okay, machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen, Pumuckl, Michael und wie ihr alle heißt. Schreibt was rein und teilt es auch auf euren anderen Kanälen, damit Leute sich an diesem coolen Spiel erfreuen. Alles klar, bis dann. Tschüss.